Herzlich willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise 2. Wir haben beim letzten Mal die Sandinsel soweit abgeschlossen. Alles, was da noch folgt, ist Backtracking. Allerdings habe ich komplett vergessen, mir meinen Staubsauger zu suchen. Und das muss ich jetzt machen. Ich weiß nicht, wo ich noch nicht war. Auf jeden Fall mache ich das jetzt. Im Lager war ich, glaube ich, auch schon, oder? Moment. Oh! Hä? Moment. Mehl? Warte mal. Spawnt der mal was anderes? Ne, ich bleib jetzt offen. Ja, aber letztes Mal waren da Äpfel drin. Ist der im Lager? Nee. Wo ist mein Staubsauger? Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Oh, da ist ein Ei gespawnt. Hopp. Vielleicht doch beim Aquarium? Robin, aber kein Staubsaugi. Das kann nicht sein. Das soll eine offensichtliche Stelle sein, die ich nicht finde gerade. Auch nichts. Ich war da jetzt echt in jedem Raum. Ah! Der ist aber auch fies versteckt. Ja, eigentlich nicht. Aber ich... Ja, okay. Take ich. Im Mädelszimmer war der Saugi. So ein Scheiß. Ist aber auch wirklich... Das sieht man nicht, wenn man hier reinkommt. Ist genau hinterm Stuhl. Egal, jetzt habe ich den Staubsauger. Damit können wir dann die nächste Insel anpeilen. Insel der Erinnerung. Mit einer neuen Animation. Ich find's so geil, wie Pluk da steht. Oh, Lagerbesprechung. Verstehe nicht ganz, warum er jetzt ein Engel geworden ist. Oh Gott, die Jiggle-Effekts. Ah, keine richtige Lagerbesprechung. Aber da ist sie, die neue Insel. Die erinnert ein bisschen an die erste. Bisschen grün. Also da fehlt irgendwie ein bisschen was. Das sieht so leer aus. Riesige Steinfelsen. Ja, anlegen. Ich wechsle noch den Charakter. Wieso? So, ich habe letztes Mal gesagt bekommen, ich muss A spammen. Da passiert ja was Cooles und es passiert was Cooles. Kommt ein Seemonster raus, was schießt es mit der Sunny ab. Das ist cool. Das ist auch wieder, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist Liebe zum Detail. Warum sollte man sowas machen? Weil man Liebe zum Detail reinstecken will. Das ist... Oh, das sieht viel besser aus, als ich gedacht habe. Oh, Déjà-vu. Zungenbrecher. Bestimmt ist es wieder ein Anspiel an irgendein Spiel, was hier nicht erschienen ist. So wie bei diesem Boss. Oh, wow. Wie gesagt, also... Ich bin klar, ich habe gerade erst den Anfang der Insel betreten, aber es hat ein ganz anderes Feeling. Es wirkt viel offener. Und die Musik, wow. Ich bin so begeistert. Ach komm, Lysop. Mach das Scheiß fast kaputt. Okay, ich dachte schon, es wäre mein Lieblingsschiffszwieber geworden. Warte mal, da hinten sieht man schon die erste Blume. Das ist interessant. Boah, wenn ich jetzt gerade so rumlaufe, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wie schön das Wasser auch glänzt. Sau cool. Oh, Marmor. Wichtig. Wie komme ich da hoch? Hä?
Wie komme ich? Lass mich da hoch. Ich kann da nicht hochspringen, oder? Das geht safe. Brauchst du nur den richtigen Winkel? Vielleicht mit ein bisschen Anlauf? Nee. Ich will diese Pusteblume. Die Pusteblume. Ich will sie haben, bitte. Bitte. Ich komm nicht hoch. Alter. Ich zeig dir mal, wie man schießt. Penner. Putz. Was war das? Das ist die Pusteblume. Ich dachte, es wären zwei Augen gewesen. Seit wann kann ich den Sprungangriff? So, jetzt gib mir Heilkräuter. Warum droppen die das nicht mehr? Nervig. Ich will da hoch. Das muss irgendwie gehen. Scheinbar nicht. Nehme ich den Marmor mit. Das ist schon wieder ein fetter Stein. Das sind einfach Kristalle. Sehr wild. Krieg ich schon wieder nicht aufgeschossen. Kann ich jetzt schon rüber zu der Pflanze? Nee, niemals. Niemals. So viel zu einfach. Oh, kristallisiertes Salz. Salzkugel. Anti-Zombie-Salz. Oh. Sieht interessant aus. Ah, der Staubsauger ist automatisch ausgerüstet. Sehr schön. Gib mir mal die Kokosnuss. Kann nicht sein. Ja. Ich will ein bisschen experimentieren. Hätte ich genug Ausdauer für Brook? Ah, okay. Vergiss es. Obwohl, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Er ist bestimmt eine unsichtbare Wand irgendwann. Zuzulassen. Das ist so eine verlangsamte Version von dem ersten Track auf der Pflanzeninsel, oder wie hieß. Oh, das ist traurig, dass ich jetzt das Bittergras bekommen habe. Wildgraspasta. Bah, Junge. Einfach Blätter. Will die freiwillig essen. Schöner Kristall. Ich glaube, ich mache die Angel wieder auf ihren eigenen Platz. Das nervt irgendwie. Ich will nicht ganz Zeit wechseln müssen. Hm. Wie? Wie soll ich die denn? Ach so. Nee, hä? Ach, angelegt. Ich habe die ganze Zeit abgelegte Items verstanden. Im Sinne von abgelegt in dieser... In diesem... Wer ist denn das hier? In diesem Auswahlrad. Oh, voice crack. Aua. Auswahlrad. Ich glaube, Kokosnüsse sind jetzt deutlich bedeutender als im ersten Teil. Ich sehe auch da schon ein paar Büsche hin. Mach das Ding auf. Nein, nicht. Au. Nee, okay. An der Stelle, Lüster, du hast deine Chance vertan. Es wird gewechselt auf Frankie. Ich habe keinen Bock mehr. Der braucht mir zu lange. Ich rieche ein Ei. Schade. Ja, ich hab's gerochen. Das brauche ich auch. Gib her, immer her damit. Bam. Okay, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich gehe erstmal hier unten alles ab. Taktisch besser. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Ja, du kriegst noch das Maul. Penner. Boots. Hat er verdient. Stört er mich hier beim Farmen? Doch, noch ein Ei. Oh, wow. Schon das dritte. Wenn man das auf dem Schiff mitzählt. Kann ich die nicht auch? Tatsächlich, das zählt als Schnitt. Cool. Okay, kannst du sau viel freilegen, wenn du erstmal
die Spitzhacke geupgradet hast. Oh, noch ein Ei. Hey, wow, das vierte. Die ganzen Wege sind versperrt. Vielleicht kommst du ins Innere der Insel erst später und jetzt laufen wir die ganze Zeit außerhalb rum. Schick. Och, komm, die verwehren mir die Angelstelle. Das ist asozial. Das können die nicht machen. Ich will meinen Kampf ausschließlich für die opfern. Die joggt mir eh nichts mehr. Frankie ist perfekt für die, die one-hitted. Die Attacke. Was haben wir hier? Höhleneingang. Höhleneingang oder Pflanze? Natur. Ich nehme die Höhle. Spannender. Ich müsste so oder so zu beidem hin. Aber die Höhle hat Vorrang. Alles mitnehmen. Hat alles seine Wichtigkeit. Ich hoffe, die Steine geben immer noch Feuerkraft. Bei Gabri. Du kannst mich erzählen, dass ich nicht treffe. Hallo? Hau den Stein kaputt. Jawohl. Um die. Das ist ja nur Erdklumpen. Keine Gegner. Was haben wir hier? Oh! Erinnerungen sprudeln hoch. Hier kann man das U-Boot einsetzen, oder? Geil, das habe ich schon komplett vergessen. Let's go! Ich brauche dafür nur eine Teleschnecke und die habe ich schon. Hä? Ich muss die am Schiff erst bauen? Ehrlich jetzt? Oh, scheiße, jetzt habe ich ungewollt meinen Kampfrausch benutzt. Oh, Mann! Da habe ich mich einmal gefreut, dass ich nicht irgendwo hin muss, um was zu holen. Und da muss ich es am Schiff bauen. Ich meine, irgendwo macht es Sinn, aber begeistert bin ich trotzdem nicht. Ich muss definitiv Chopper nehmen, das ist mir viel zu hoch. Und Frankie. Vorsichtig. Okay, ich glaube, ich stehe gut. Angriff! Jawohl! Ein Herkuleskäfer. Hä, wie, du gibst keinen Saft? Du Sau. Hier sehe ich viel zum Holen. Gib mir alles. Ich will alles. Ich krieg gar nichts. Bevor es alles verbrannt wird. Nimm ich es lieber mit. Gib her, gib her, gib her. Das Grünzeug. Shit, jetzt habe ich dieses Ding da despawnen lassen. Ist das? Ist das was? Was ist das? Bewegt sich das? Ist Pandaman? Da macht jemand Kampfübung. Müsste Pandaman sein, aber irgendwie sieht das nicht so pandamäßig aus. Ist ja witzig. Hä? Oh, nee, ne? Also hier willst du ja aber wirklich. Du willst mich zurückschicken, oder? Komm, ich hab die Materialien. Ich vertraue drauf. Wow, 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 wow. Ich muss unter Wasser weitermachen. Die schicken mich wirklich zurück. Das ist ja frech. Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Ich will die Boosterblume haben. Oh, ich hab's geschafft. Hä? Willst du mich verarschen? Ja, und jetzt? Staubsauger? Staubsauger. Darf ich, Pflaum. Darf ich hier noch nicht sein? Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich glaube, ich darf da noch gar nicht sein. Aber wieso sollte ich nicht dahin können? Ey, ich finde das wirklich... Also, ich muss nochmal Props geben. Ich finde es krass, dass die mit... Wie auch immer die das gemacht haben. Mit so ein paar Lichtpartikeln und so einem Wassereffekt. Dass sie hier das so richtig schimmern lassen. Respekt.
gut umgesetzt. Hä? Oh, wie cool! Was ist das denn? Die Pandamens, wie die sich jagen. Da kommt mein Lieblingsargument Nummer 1. Liebe zum Detail. Kurz mal speichern. Das ist ja unglaublich. Hm. Oh, was macht er denn da oben? Warte mal. Junge. Mit so einem Bambusstückchen. Was sind das? 1000 Kilogramm? 1, 2, 3, 4. Ich glaube 6 Stück. Kann ich nicht zählen? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Stück. Ja, chillig. 6 zu 6000. Nee, warte, was ist jetzt? 100 oder 1000? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, mit 600 Kilogramm mal locker ein paar Schwingübungen machen. Kenne ich. Hm, wo baue ich die denn? Hier oben bei Lusop? Naja. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass diese Teleschnecke dafür gebraucht wird. Oh, noch eine neue Animation! Oh, ist das cool. Ich glaube, mir kommt langsam wieder in den Sinn, warum ich dieses Spiel für noch besser empfinde als den ersten Teil. Muss ich mich irgendwie abladen? Bin ich voll? Ich glaube nicht. Boah, schön. So viel neu. Aber ich kann bestimmt eine Kleinigkeit kochen, oder? Das geht doch bestimmt. Ein kleines... Jawohl! Wildgras mit Pasta. Ein bisschen Wildgraspasta. Bäh. Oh, ey, das gibt ja alles so viel. Das ist krass. Frankie einmal. Und Zorro. Ich max den so aus. Oh, ich kann nochmal. Aber nicht nochmal Zorro. Das ist ja Verschwendung. Machen wir mal... Lysop. Ich bringe den Jungen nach oben. Dann kann ich, glaube ich, wieder an Land. Kann ich mich schon schießen? Geht das? Geht nicht. Schade. Dann halt nicht. Let's go. A-Spam. Oh, das ist nochmal eine neue Animation. Ah, mit der Submerge. Geil. Boah, das ist so... Ich bin begeistert. Ich liebe es. Oh, stimmt mit dieser Hitbox nicht. Ich habe wohl Bock zu kämpfen. Andererseits kann ich mir jetzt hier, weil ich die Daten hier übertragen habe, kann ich mir hier mal versuchen, Robins Ulti zu holen. Wenn ich kein Fan von Robin bin. Genau deswegen. Ich will nicht, nein, ich will nur die schlagen, die ich auch schlagen will. Weißt du, wenn ich einmal in der Combo bin, dann kann ich die nicht abbrechen, auch wenn ich kurz warte. Dann schlägt die immer in diese eine Richtung. Das nervt. Ich glaube, ich kann es ganz gut demonstrieren. Ich drehe mich nach vorne, versuche mich nach rechts zu drehen, nach links. Und dann bin ich nach links gedreht, aber steht immer noch nach geradeaus. Das nervt. Wie aggressiv sie haut. Dsch. Dsch. Okay. Hm. Stopp. Hm, war hier links rein, ne? Jawohl. Ist das ein Hirschkäfer? Ein Hirschkäfer? Oh, ein Goldener! Komm her! Los, Chopper! Den will ich haben. Yes! Let's go! Goldener Herkules. Hab ich Hirschkäfer gesagt? Herkules natürlich. Oh, Zuckerwatte! Schlafauslösender Honig? Was? Oh, der süße Saft sieht wirklich süß aus. Ein Heilbonbon. Jo, okay, ein Ausdauerbonbon. Geil. Das ist krass, wie lange ich mit Chopper sprinten kann. Ich glaube, der hat nicht mal die... Obwohl ich doch... Der müsste die meiste Ausdauer haben. Wie auch immer die nach hier... Wie auch immer die nach hier gekommen ist. Let's go! Neue Animation!
passt zwar überhaupt nicht, weil ich gerade eigentlich in einem Höhlensystem drin bin, aber egal. Ja, okay, ich werde direkt von diesen komischen Kackrobotern angefangen. Abgefangen. Oh, der kann mich stunnen. Das kann ich auch. Warte. Einmal schön durchmarschieren. Bam, 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 bam. Tak, 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 tak. Kann ich was mit schütteln? Oh mein Gott, macht das viel Ausdauer weg. Das muss bestimmt auch so stark sein. Rumbleball-Modus. Charakter Switch. Ulti. Zorro. Oh, jetzt kann ich die neue mal machen. Oh, ich habe die voll falsch eingesetzt. Ich wusste nicht, dass die, dass ich im Gegner drin stehen muss, um die zu aktivieren. Was ist Asura? Geil, 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 geil. Der Lebensbalken ist so groß. Welche von den zwei Angriffen muss ich eigentlich am meisten leveln? Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich mal kurz gucken. Weil wenn ich die schon so hoch bringen muss, dann will ich natürlich auch gucken, dass das funktioniert. Wo war's denn? Hier. Ach, die Ultis. Ansonsten die normalen Angriffe einfach. Okay. Ist notiert. Keine Ausdauer mehr. Sanji! Mit, ah, nee. Scheiße, ich hätte eigentlich Robert spielen sollen. Der Drang, Ultis rauszuspammen, ist dann irgendwie mal ein bisschen stärker. Pulverige Chemikalie, die explodiert. Schießpulver oder was? Und die habe ich nicht? Aber ich habe das Rezept nicht bekommen, oder? Toll, jetzt muss ich ja schon wieder zurück. Ich glaube, das geht am schnellsten mit dem Cut. So, da sind wir wieder. Ich musste tatsächlich um dieses Schießpulver... Oh, der ist neu. Ich musste eben, um dieses Schießpulver zu holen, musste ich... oh, zu viele Items. Genau jetzt musste ich mir Holz holen. Dafür musste ich nochmal auf die Wüsteninsel. Da habe ich Gaimon zum ersten Mal getötet und der hat eine alte Goldmünze gedroppt. Eine alte, unbekannte Münze zum Umwandeln in Punkte. Ich habe keine Ahnung. Moment, ist das ein usable Item? Nee, kann nicht angelegt werden. Zum Umwandeln in Punkte. Was auch immer damit gemeint ist. Außerdem habe ich mir ein paar Tränke gemacht. Ich habe auch herausgefunden, dass Tränke in diesem Teil quasi die Kapseln aus dem ersten Teil sind. Und die zweite Stufe davon sind quasi dann nicht wie im ersten Teil die Tränke, sondern sind das so diese Bonbons, von denen wir eben die Baupläne bekommen haben. Also, ein paar Änderungen gab es auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich endlich... Oh, warte mal. Ich habe meine Dinger nicht geupgradet. Oh, bitte, ich muss die alle... Ich pumpe hier meinetwegen alles rein, was ich kann. Hauptsache, ich muss nicht nochmal zurück. Hier, Eier. Nee, nicht 12. Das ist viel zu viel. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe nix. Ich habe nix. Nein. Das kann nicht sein. Ich krieg die blaue nicht hoch. Moment. Davon alles rein... Das ist 1, 2, wenn ich, glaube ich, alles da reinpumpe. Ach, ist das dumm. Scheiße. Ja, gut, ich gehe nochmal. Ach, es ist genauso schlimm auch mit dem Farming. Nee, es fängt genauso schlimm an mit dem Farming, wie es aufgehört hat. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles besorgt. Jetzt gibt es keine Probleme. Ich fühle mich gerade for real ein bisschen verarscht. Ich meine, ich habe es einfach vergessen, aber... Du kannst mir sicher sein, dass mir zwei Steinchen fehlen, weil ich die Eman Gabri verfüttert habe. Egal. Jetzt können wir das Ding mal starten. Jawohl. Bruder, mal Zeit. Mensch, nach dem vierten Versuch. Ist, glaube ich, ein bisschen sehr offensichtlich, was hier passieren wird. Oh, never mind. In Boden? Ich dachte auf die Decke. Wie soll das denn zusammenhängen?
Das war irgendwie obvious, aber ich dachte, das schießt halt in den Himmel. Papa Kopfnuss. Oha! Vor so einem Mini-Nagel. Das ist dumm. Okay. Da wollen wir mal. Endlich geht's weiter. Ich sehe da hinten schon Kisten. Ein Toxin, das brauche ich, glaube ich. Ah, warte, ich glaube, ich bin voll. Stopp. Nee, bin ich beim Item nicht. Oh, das droppt gar kein Toxin mehr. Ach komm, ich habe mich gerade gefreut. Warte, warte, warte. Aber ich kann das einsaugen, oder? Ich kann das einsaugen. Jawohl! Nix hält mich auf um meinen Saugi. Du schon wieder. Shit. Denke, dass du sicher bist. Und da komme ich. Was droppst du? Smiley-Qualle? Wo soll die denn verstaut sein? Er ist aufgegessen. Was haben wir hier? Ah, oh mein Gott, ich hab mich voll erschrocken. Ich bin vergiftet. Das, oh mein Gott, das hat mir meine... Das ist eine Mimik. Kann ich hauen? Kann ich irgendwie abbauen oder so? Du Drecksau. Ich hab mich wirklich erschreckt. Es kam so plötzlich, dass der Bildschirm sich wieder geschlossen hat. Oh, ich sehe schon die Blume. Voll krass, dass da ein Stunt kann. Okay, okay. Switchen wir mal schon mal auf den richtigen Charakter. So. Also wie viel Schaden sein Ulti macht. Da komm nur her! Wer ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann nur scheiße sein. Einer mit vielen. Immer kacke. Marine, ich habe sie nicht ganz gesehen. Smoker! Spielt die Enga. Und hat verkackt. Warum ist er oberkörperfrei? Jedenfalls eine random Entrance. Spielt er sein Jenga-Turm? Verkackt es? Das der sieht irgendwie nicht aus wie Smoker. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er oberkörperfrei ist. Tüchmare, ich wäre Rauchi, nennt er ihn. Den mache ich kalt. Na komm nur. Boom! Okay, okay, war geil. Aua. Suchst du Streit oder? Der sieht aus wie ein normaler Marinesoldat. Ich hab den gerade wirklich kurz nicht erkannt. Was ein Disrespect. Aber kann ich nichts für. Aua. Komm mal her, Smoker, komm mal her. Ich hoffe, das reicht noch für ein bisschen Action in Gear 2. Halbgott aktiviert. Na komm nur, ja. Ich treffe nicht. Der teleportiert sich zu viel. Oh, zweite Phase. Stimmt, ich habe noch die Jetpistole. Und wechseln meine coolen Fähigkeiten. Switch. Was mache ich denn? Sanji. Ich habe ein bisschen Bock auf Diable Jambe. Wow. Penner. Huh, da kann ich grabben. Oh. Oh, wie süß. Sollte ein bisschen Schaden machen, oder was? Wie witzig, wenn er... Oh, Alter, Sanji.
dieser Damage. Hut ab. Und tschüss. Relativ unspektakulär. Aber es ist nur der erste Boss des Gebiets. Ich beschwere mich nicht. War ja ganz witzig, dass er unter den Marinesoldaten einfach untergetaucht ist. Lass den mal schmecken. Wehe, da ist nichts Geiles drin. Ich erwarte viel. Ah, noch mehr zum Leveln. Oh nein, die goldene Fähigkeit. Ich hab Trauma. Obwohl, ich habe einen goldenen Käfer auf Lager. Abwart, abwart, ich will die Kiste öffnen. Jetzt. Jetzt. Abwart. Ja, ist okay. Ist okay. Nicht allzu schlecht. Kann ich beleben. Wie soll man davon den dritten Angriff leveln? Das verstehe ich nicht ganz. Du triffst damit so selten. Bist du so. Oh. Stimmt's zurück. Hat bisher ganz gut funktioniert. Was haben wir hier? Oh, nicht du schon wieder. Gib mir das meine Qualle. Dann nicht. Mein Gefühl sagt mir, hier ist eine Kiste, aber ich habe jetzt keine Lust, diesen riesigen Weg da abzugehen. Deswegen lasse ich das. Bis ich eine gefunden habe, die mich hier hinbringt. Das meine ich halt. Ich will die einfach nur schlagen. Aber diese Serie wird einfach immer weitergeführt, wenn ich spamme. Nicht so cool. War das gerade die... Das war doch gerade diese Eisenbahn aus Water 7. Warum ist das ein Angriff von dem? Hat das was damit zu tun, dass das diese Insel der Erinnerung ist? Oh Mann, das kann ja dauern. Man kann hier vom Boden ausschlagen. Ich muss kurz abgehauen. Danke. Wenn er mich jetzt haut, muss ich lachen. Ja, okay. Er lädt seinen Angriff einfach auf, während ich in der Animation bin. Du Penner. Oh, er hat mich getroffen. Komm her. Level 4. Es geht voran. Okay. Warte mal, mehr kann ich. Ich habe den Bambus eben auch alles verfüttert. Ach Mann. Ich verfütter immer alles, was ich brauche. Oh. Na, scheinbar nicht. Gut, dann hole ich mir kurz Bambus und wir sehen uns hier bei der Leiter wieder. Wave. Alles klar, wir haben die nötigen Materialien. Und jetzt geht's weiter. Ich muss schon sagen, das fuckt mich ein bisschen ab, so oft, wie man hier backtracken muss. Und der Teil hat gerade erst angefangen. Ich gehe auch ein bisschen verschwenderisch mit meinen Materialien um, aber... Trotzdem. Das ist irgendwie eine ziemlich unangenehme, lange Leiter. Direkt wie diese Pissroboter. Das ist einfach, diese kleinen Roboter haben jeweils eine Weiterentwicklung bekommen. Ist fast wie bei Pokémon. Schwertgegner verlieren SP-Items. Nice. Mal sehen, was die droppen. Wahrscheinlich Steine. Leben. Hoho. Der droppt einen Stein. Super. Man darf hier wirklich nichts liegen lassen. Das bereut man auch später noch. Wieder so eine Heilpflanze, aber die brauche ich eigentlich nicht. Höchstens für SP ganz praktisch.
wir hier? Aussichtspunkt. Schick. Na, von da sieht man Panama noch ein bisschen besser. Er macht ein Frame Schlagattacken. Dann ist die Blume. So, es ist ja nicht mehr viel. Oh, noch eine Leiter. Oh, nee. Für die Kiste. Da ist safe nur so Mehl drin. Die hole ich mir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Drei Bambus und goldenes Scheißzeug. Ja, mal gucken. Vielleicht bietet es sich ja mal an. Aber gerade absolut kein Reiz, jetzt nochmal nach unten zu gehen. Ich will jetzt erkunden. Blaue Früchte. Geil, geil, geil. Nimm ich immer gerne mit. Ich würde auch noch einen goldenen Käfer sehr begrüßen. Wenn ich ehrlich bin. Schöner Wasserfall. Boah, wie geil der leuchtet. Boah, richtiges Obsidian. Okay. Bin ich jetzt dumm oder hier ging es. Ach doch, hier ging es lang. Ich dachte gerade, ich sehe einen Riesenkäfer. Das ist ganz normaler Herkuleskäfer. Bisschen Ulti-Leveln. Zack. Wieder lebt. Ne, ich dachte schon. Ich weiß nicht, ob ich den mit Zorro gefangen krieg. Meine Bedenken waren berechtigt. Ich check schon, das passiert hier viel auf Abkürzungen. Stressig. Für die Materialien sollte. Was ist das denn hier? Na, pass mal auf, ich hab was für euch. Zack. Level 6. Hä? What? Der ist da oben. Ich sehe seine Füße. Hä? Er steckt in der Wand. Wie cool. Gucken wir mal. Oh, oh, ich sehe hier Honigplantage. Nektar meine ich. Warte mal. Habe ich genug Platz? Ja, bei weitem. Junge, lass das Saugen beginnen. Hoho, gib her. Ich brauche all den Nektar, der hier ist. Tch, natürlich ist da ein Schlitz. Nein, du Penner. Ich schwöre dir, wenn ich das Nektar jetzt nicht bekomme. Besser ist. Alles her, gib alles her. Ganz wichtig. Ihr könnt euch verpissen. Na, vielleicht finde ich hier genug Bambus, um da rüber zu kommen. Und wie ich hier genug Bambus finde. Hier war eine Kiste. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich weiß nur nicht, wo. Daran erinnere ich mich so glasklar. Nein. Die Bambussprosse. Bleib hier. Ja. Die andere. Jawohl. Wo war das? War das da hinten oder bei einer Palme? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, erste Kiste so. Zeig ich mal her. Geheimnisvolles Dial. Geil. Gewitterdial. Ah, check. Man kann sich die so alle bauen. Ein Blitzkäfer. Was droppst du? Schisszwieback. Na super. Warum komme ich auf diese Steine nicht drauf? Verstehe ich nicht.
Was soll's. War das hier? Ups, Spitzhacke nicht ausgewählt. Ist das irgendwo bei so einem, bei so einer Palme? Stämmert mir. Auf dem Stein hier vielleicht? Nee. Ich bin mir da so sicher. Aber ich habe noch keinen Teil davon gefunden, glaube ich. Ich werde es noch rausfinden. Das sieht nach Hinterhalt. Ich konnte nicht mal mehr aussprechen. Oh, was haben wir denn da? Ein Roter? Huh? Ein Pazifister. Oha. Ja, für dich habe ich genau das Richtige. Komm her. Lebt er noch? Scheiße. Was hat er für eine Range? Wie praktisch, dass die auch so SP-Sachen droppen können bei Zorro. Ich will was ausprobieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die was droppen, was ich brauche später noch. Genau, geheimnisvolles Teil. Das brauche ich für irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht, ob ich das versuchen soll. Ich mache daraus, ich speed das so ein bisschen hoch. Okay, Nami tot. Ich habe kein neues Teil mehr bekommen. Schade. Ach komm, ich habe so ein kleines Stück Ausdauer zu wenig. Oh, den dritten kann ich jetzt auch aufladen. Geil. Nervensäge. Jetzt lass mich den doch machen. Oh, er explodiert. Nee, hä? Was ist denn das jetzt? Super Tanky Mode. Und tot. Ey, mein Heinz habe ich aufkommen. Interessant. Es gibt doch neue Erdtypen, die habe ich auch vergessen. Immer was Neues dabei. Angelstelle. Check ich mal beim nächsten Mal ab. Ich bete gerade. Ah, Kufagata. Super. Ansonsten. Na toll, nicht noch mehr von denen. Meine Ulti ist nicht ready. Boah, fehlt aber ein gutes Stück. Sind die nervig. Oh, meine Nase juckt. Oh nein, ich muss niesen. Nee, doch nicht. Ah, doch nicht. Da war Schiffszwieback. Wo? Nein, er ist weg. Aua. Boah. Weg mit dem. Das fühlt sich mächtig an, wenn man den aufladen kann. Kokosnüsse, wichtig. Da ist ein Stein. Und kleine Blümchen. Ich glaube, was spielt. Oh. Den hat's ja komplett zerrissen. Das wusste ich gar nicht. Ups. Was brauche ich hierfür? Ah, okay, davon muss ich angeln. Perfekt. Bietet sich doppelt an. Das Doofe ist, ich habe keine upgradete Spitzhacke. Also ich komme da nicht durch, den Shortcut freizulegen. Oh. Wo kommt der denn her? Was haben wir denn hier? Komme ich hier nicht auch rüber? Das
müsste eigentlich gehen. Nee, doch nicht. Oder? Mal gucken. Da ist noch ein Pilz. Schieß mich mal nach oben. Oh. Ich habe jetzt gerade keinen Bock zu kämpfen. Lass mich mal durch. Ohohohoho. Hallo. Da freut sich die Angel. Boah. Oh, nicht der schon wieder. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt. Eisenerz bestimmt. Upgrade für die Spitzhacke. Dafür brauchte ich die Teile. Diamantfragment. Wo habe ich das denn gefunden? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Sieht aber auch schon wieder komisch aus, so verdächtig. Aber die Stelle sagt mir ehrlich gesagt nichts. Na gut, schätze, weiter komme ich nicht. Oder kann ich hier rüber? Nope. Ist klar. Ich kann doch bestimmt abkürzen mit Brook. Obwohl, seine Ausdauer schon sehr niedrig. Ich vertraue drauf. Höh, jawohl! Wäre ich denn sonst da weggekommen? Bestimmt war da ein Sprungbrett, was ich nicht gesehen habe. Oh, Abkürzung. Das schaffe ich, das schaffe ich. Unsichtbare Wand. Natürlich ist da eine unsichtbare Wand. Mein Gott. Spielverderber. Dann mal zurück auf die Sunny. Die sieht irgendwie so klein aus. Von hier. Dann wollen wir mal gucken, ob ich noch was kochen kann. Oh ja, und wie? Schiffswerk für ein Sandwich. Gib mir das Sandwich. Tack, 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 tack. Nicht schlecht. Da ich davon ausgehe, dass die Cola sowieso viel Ausdauer gibt, kriegt das mal Nami. Jawoll, das will ich sehen. Und Sanji. Hier nochmal dieses Kanälenzeug. Nicht Kanälen, Skorpionzeug. Das kriegt dann auch Nami. Oh, let's go, Level 4. Oh, jetzt kann ich das auch noch machen. Juhu. Ausdauer-Eintopf. Okay, okay. Das gibt natürlich ordentlich was. Das kriegt's. Weiß ich gar nicht. Brook tut mir irgendwie ein bisschen leid, aber er ist halt, glaube ich, einer der Schwächsten. Ich wollte eigentlich Zorro die Ausdauer geben. Der braucht die. Dann kriegt er sie auch. Und sechsmal dieses komische Pasta-Zeug. Brook. Jetzt kriegen die auch die Leute, die sonst nichts bekommen, was. Das hat er da schon bekommen. Das er auch. Dann kriegt das noch Ruffy. Chopper und Sanji. Schön. Medikamente? Oh, hier gibt's auch was. Gegengift. Schießpulver. Warum nicht? Das Lager. Doppeltrank. Tasche, in die Tasche. Heiltrank, auch in die Tasche. Nicht schlecht. Gibt's sonst noch was zu tun? Kurz gucken, ob oben Eier gespawnt sind. Jawohl. Immer her damit. Und ich kann diese Schrauben ans Lager tun, die werde ich jetzt erstmal nicht brauchen. Aber wo habe ich den denn her? Eines schönen Edelsteins, schwer zu verarbeiten. Wo? Oh, das war der, den ich aus dem Boden rausgehackt habe. Jetzt weiß ich wieder. Ich erinnere mich. Das kommt hier ins Lager.
Ich denke mal, das brauche ich erstmal nicht. Das hier brauche ich nicht. Der kann hier bleiben. Die Möwe kann man essen. Du kommst ins Lager. Die Eier kann man essen. Bambus bleibt hier. Das Bambus kommt rein. Aber warte mal, ich glaube, das verfütter ich direkt. Weil es gibt viel. Holz? Nee. So cool, was ich noch verfüttern könnte. Oh, Nektar. Davon gibt es ja genug auf der Insel. Nein, den Rest tue ich mir da. Ach so! Zum Umwandeln in Punkte. Das sind Punkte, oder was? Sind die nur dafür da? Also, ich meine, ich beschwere mich nicht. Nehme ich gerne. Macht da irgendwo Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Okay, nicht schlecht. Ich auch wofür das gut ist. Okay, Inventar sortiert. Perfekt. Dann gehe ich das nächste Mal angeln. Erstmal eine Runde speichern. Und dann bedanke ich mich. Das war die zweite Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Like und Abo dalassen und ciao.